Damit wieder ein recht herzliches Willkommen wieder zu einem neuen Game. Und zwar spielen wir heute Cursed Bed. Und das ist eine Demo. Das spielen wir ganz natürlich nicht alleine, sondern rechts neben mir sitzt der Steve. Hallo Steve. Hi. Hi. Und ja, wir gucken einfach mal rein, was die Demo mit uns bringt. Ich habe keine Ahnung, was das schon wieder ist. Cursed Bed. Ist es jetzt Bett als Bett, also Deutsch Bett? Oder ist Bett, ist es jetzt eine Wette? Was ist das? Ich würde sagen, ist die Wette. Also die verfluchte Wette. Also verfluchte, selbst Bett wäre ja mit Doppel-T. Das ist richtig, aber ja, ist egal. Komm, wir starten rein. Ah, ich fahre mit meinem Fahrrad durch den Wald. Hm, schön. Dunkler, gruseliger Wald, mitten in der Nacht. Schön. Hm, wo fahre ich denn überhaupt hin? Nach Hause. Zur Großmutter. Rotkäppchen. Ich fahre mich selbst zum Kindergarten. Ja, oder so. So, das erkenne ich an diesem wunderschönen, bunt gestrichenen Zaun. Den entweder nur ein völlig Bekloppter hat, irgendwie. Oder ein Kindergarten. Entweder oder. Ich hoffe Kindergarten. Ich hoffe auch Kindergarten. Aber ich denke, es wird vielleicht doch eher der Bekloppte sein. Ah, die Forrester Preschool. Die Vorschule, alles klar. Tab ist Inventory. Und wir haben einfach eine Visitenkarte. Schön, ne, schön. Die haben wir auch irgendwo in der Pfütze gefunden oder und so. Okay, wir gehen einfach rein. Ah, das ist schon mehr so ein bisschen Fischoptik. Ich mag Fischoptik sehr irgendwie. Das finde ich immer sehr intensiv irgendwie. So Bodycam-Style. Hallo? Ist das hier meine neue Schule? Ich wollte meinen Stundenplan abholen. Oh, warte mal. Ja, oh, es ist verrammelt und verriegelt hier irgendwie. Sprühdose, okay. Also wir kommen schon mal nicht durch die Haupttür rein. Das ist aber schade. Müssen wir durch den Keller oder so. Die Musik ist bei euch lauter eingestellt als bei mir. Da mach ich es halt ein bisschen leiser. Ist ja gar kein Problem. So, wir schauen mal. Sollte ich mir mal den Spielplatz ein bisschen angucken, Benni? Geh mal ein bisschen spielen, oder? Kann ich ein bisschen spielen? Also, vielleicht finden wir ja da irgendwas Schönes, weiß ich nicht, eine Axt. Irgendwas, womit wir die Puzzle wegkriegen. Ein Puzzle? Oder? Farmhaus? Drei Birnen? Und eine Kirsche. Kann ich das nehmen? Nee, kannst nur dismissen. Okay, er greift auch ausschließlich auf dieses kleine Puzzlestück hier zu. Hm. Diesen Würfel. Aber die Puzzlestücke kannst du nicht mitnehmen, ne? Die kannst du nur angucken. Ja, tatsächlich ja. Hier ist noch... Was ist denn das? Was ist denn hier passiert, Alter? Gott, das sieht ja aus wie... Oh, hier ist noch so ein Stück. Ja, ein anderes. Melone. 8 Trauben. Okay. Schauen wir mal. Sollte ich mir vielleicht die Zahlen aufschreiben? Also 3, 8? Ist das vielleicht irgendwie ein Code? Können wir. Kann sein. Lass uns mal probieren. Oh, ist das hier ein Sicherungskasten? Oh, Moment. What the? Okay. Ich weiß. Was war das gerade? Hast du einfach die Sicherung rausgenommen, einfach so? Es wirkte fast so. Oder müssen wir jetzt wieder eine Sicherung auf dem Spielplatz finden, die wieder funktioniert? Da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster und sage, das könnte es sein. Wir schauen mal. Schauen wir mal, ob wir hier vorne ebenfalls nochmal irgendwas, ein Puzzlestück finden. Oh, lag da was? What is this? Schlüssel. Klang wie Schlüssel. Was ist das denn? Der Padlock. Padlock hier. Haben wir irgendwo ein Zahlenschloss gesehen? Nee. Ich weiß ja nicht, ob ich draußen eventuell nochmal irgendwie rumkomme. Also, dass man einfach an den Zaun außen vorbeiläuft. Ach so. Also, es geht schon mal einen Weg hier lang. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob wir jetzt einfach gleich tot umfallen oder irgend sowas. Oder ob irgendwas passiert. Do not enter. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt hier sind, als Kind. Oh, warte mal, hier vorne, das sieht gut aus. Ist da ein Schloss dran? Hey, pretty good. So, und? Verarschen? Macht auf. Das ist doch der Padlock-Key. Benni, ihr macht's nicht. Okay. Er will nicht. Das ist nicht das richtige Padlock oder was? Was ist das für ein Käse? Mach doch auf! Wir haben noch einen Schlüssel.
So, wie ist er denn jetzt gerade auf das andere Ding hier übergesprungen? Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Aha. So. Ach, das ist ja ein Beschiss. Das ist ja blöd gemacht. Das ist richtig doof gemacht. Ah, okay. Ja, okay, die Schule ist offen. Heute ist Tag der offenen Tür. Wollen wir hier... Oh, warte mal, hier hinten ist das Buffet schon mal aufgebaut. Wir gucken kurz nachher. Vielleicht nehmen wir uns ein bisschen noch irgendwie ein Trinkpäckchen mit oder so. Ich nehme die Schokomilch. Musicbox. Ach, schön. Das ist ja mal scheißgruselig. Und, kommt ein Springteufel raus? Ich hoffe nicht. Das ist ein Arsch, Alter. Okay, und der zeigt uns das Haus. Leid. Wir haben eine relativ erwachsene Stimme. Okay, wir sind erwachsen, aber sehr klein. Vielleicht ein kleinwüchsiger, wer weiß. So, okay, also wir brauchen einen Schlüssel. Warum hänge ich hier? Ich stehe am Stein. Komm am Stein nicht vorbei. So, wir brauchen einen Schlüssel. Wo können wir denn den finden? Oh, hier haben wir nochmal ein weiteres... Ah, und siehst du, das ist doch der Puzzleteil. Kiwi mit einer 6 drauf. Hast du aufgeschrieben? Ja. Sehr gut. Oder ist da vielleicht irgendwo was drin? Können wir hier irgendwie zoomen? Nee. Können wir nicht aufmachen. Warte mal, haben wir hier... Oh, guck mal. Haben wir den schon? 7. Nee. 7 Kirschen. So, mal gucken, ob hier hinten am großen Essenstisch noch irgendwas ist. Wir haben einen Stein. Wir haben einen Stein, Benni. Okay, okay. Na dann Scheibe einschlagen. Scheibe einschlagen. Ei, Sir. Benni hat gesagt, er soll eine Scheibe einschlagen. Er mag das. Also ich muss sagen, ich hab das hier mit dem Benutzen immer noch nicht raus. Irgendwie wird, also rechte Maustaste und dann links geht nicht. Linke Maustaste, dann rechts geht nicht. Wie hast du es denn vorher mit dem Schloss gemacht? Du musst die rechte Maustaste raufdrücken. Ja. Haha! Wir haben den Schlüssel gefunden. Okay, wir sind drin. Oh, wir müssen gleich wieder rausgehen, Alter. Zugeschlossen. Oh Mann, Alter. Schön, jetzt geht der Terror los. Ich möchte zurück zu meinem schönen diamantenen Fahrrad. Nein, das gibt's nicht. Mein smaragdfarbenes Fahrrad. Ey, Benni, jetzt mal ohne Scheiß. Was mache ich hier als Kind? Was denke ich mir dabei? Oh. Oh, bitte. Oh, bitte, nee. Zelt, Banana, 2. Oh, 2 Beagle. Tent. Okay. So, Benni, ich laufe jetzt hier einfach ins Dunkel. Ja, mach mal. Schön. Oh nein, Alter. Aber wir scheinen noch Strom zu haben. Ah, ein schöner Kubitena, wunderbar. So, hier können wir die vielleicht einfügen. Ja, oder austauschen. Nee, hier sind tatsächlich andere Sicherungen. Schraubsicherungen. Aber hier vielleicht. Oh Mann! Was erschreckt mich denn jetzt hier? Das sind nicht alle, ich hab mich erschrocken. Ich dachte jetzt wirklich, da kommt einer um die Ecke. Mach zu, das Ding. So ein Scheiß. Ah, aber das ist gut, das Spiel ist gut. Das ist schöne. Was sind denn hier so? Schöne Atmosphäre irgendwie, muss ich sagen. Boah, da ist so ein alten, schöner Knick hier. Schön. Macht man halt so mit Stromleitung. Einfach mal so eine Schleife nochmal vorher drin machen. Wunderbar. So. Ominöse Tür. Ohne Klinke, ohne Schloss, ohne nichts. Kennt man. Hat Dave auch zu Hause? Diese sogenannte Dave-Tür. Die Dave-Door. Oh. Ein Iglo. 9.
Das Farmhaus. Ekelhaft, weg damit. Sollten wir uns das irgendwie merken, dass es die Reihenfolge ist? Naja, wir hatten ja erst die Schule und jetzt das Farmhaus. Ja, aber das waren nochmal verschiedene Nummern. Achso, du hast jetzt nicht. Achso, du hast jetzt nicht aufgeschrieben. Ich habe nur die Nummern aufgeschrieben, 3, 8, 6, 7, 2, 9, aber ich habe jetzt nicht dazu geschrieben, dass die 7 beispielsweise das Farmhaus war oder sowas. Ah, okay, okay, okay. So, also Iglo war das. Also die 9 ist Iglo, dann schreibe ich das mal drüber. Iglo. So, schön, jetzt ist die unheimliche Kellertür beleuchtet. Schön. Oh Gott. Leckwurf, hör auf damit! So, 1, 2, 3. So, und jetzt werden natürlich die Nummern wahrscheinlich gefragt. Ja, aber wir haben mehr als 4 Stellen. Naja, wir haben aber bis jetzt nur 2 Springteufel gefunden und ich glaube, wir müssen irgendwo noch einen dritten Springteufel finden und dann wissen wir, Mahlzeit! Dann also, wissen wir tatsächlich, welches die dritte Zahl ist. Würde ich jetzt mal so denken. Ah, guck mal. Grün, Gelb und Rot, Benni. Ja. Lass mich raten, wir haben uns die Farben jetzt nicht notiert, ne? Natürlich nicht. Oh nein. Ich habe alles Mögliche aufgeschrieben. Farmhaus, Haus. Keine Farben, kein nix. So, also das ist Rot. Rot ist 2. Das ist aber auch geil, Alter. Rot. Oh, schön. 2 hours later. Was für Farben brauchten wir denn überhaupt? Haben wir uns das gemerkt? Also rot, gelb, grün, war das Ding? Wir müssen rot, wir müssen blau, bin ich der Meinung, und grün. Grün, gelb und rot. Wir haben nicht einmal gelb gefunden bis jetzt. Wir brauchen doch, die Bananen waren noch gelb. Ja, doch, hier bei Farmhaus, ja, gelb, ja, stimmt. So, und Farmhaus war welche Zahl? 3. So, jetzt für mich ist auch immer die Frage, wo ist denn hier eigentlich der Punkt, bis wo ich drehen muss? Also, weißt du, wo ist die Markierung? Das ist eine gute Frage. Ist das gerade oder was? Hier? Normalerweise hat man doch irgendwo eine Kerbe oder so, dass man halt sieht, so, Alter, bis hier muss das hindrehen. Naja, das Einzige, was wir jetzt gefunden haben, was gelb war, war die Banane. Genau. Also ist mein Indikator jetzt, Alter, warum knallt denn jetzt mein Mikro so komisch? Also der einzige Punkt, den ich jetzt denke, ist quasi, dass wir uns an dem, was abgebildet ist, orientieren müssen. Von der Farbe. Weißt du? Dann habe ich kein Rot und kein Grün. Wir haben kein Rot und kein Grün? Bis jetzt zumindest nicht so aufgeschrieben, ne. Also mir fehlt auch noch das Iglo, fehlt mir sogar noch, und das Farmhaus. Ne, das normale Haus. Das Farmhaus haben wir ja. Hier war der Iglo. Und Iglo ist pink. Ach, leck mich doch, Alter. Aber vorne blau. Aber vorne blau, aber ja, da hast du eine Orange drinne. Ey, sag mal, wie kann er jetzt, also wirklich, sind wir so dämlich? So. Oder hat die rote Box was damit, warte mal. Hat die rote Box von dem Jump-Typen Pipapo, soll das die rote Zahl sein, das, was er in der Hand hat? Also das Farmhaus, okay. Das andere war blau, ne? Weiß ich nicht. Na gut, das ist hier vorne. Also, ist eine Idee. Lass uns das probieren. Also Farmhaus ist denn rot eigentlich. Und Farmhaus ist die 3. Meine Fresse. Farmhaus ist die 3. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht genau, wo die... Ich probiert jetzt mal hier vorne. Ja, dann ist das jetzt hier, also 5, 1, 3 ist jetzt quasi der Punkt. So, was war in blau? Weiß ich nicht. Farmhaus siehst du nicht. Also Farmhaus selber war 3 und das war ja jetzt die rote Box. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, das wäre jetzt rot. Okay, hier vorne war ja noch gleich um die Ecke die andere Springteufel. Der ist blau, ne, oder? Das ist der grün. Ja, weiß ich nicht. Ist grün. Ist grün. Grün war ein Dormitorium.
So, und das Dormitorium ist die 6. Na, dann probieren wir halt einfach um durch. Aha. Hier muss, also hier irgendwo. der zweite Punkt wart. So. Was für ein Quatsch, Alter. Was für ein Quatsch. Mann, mach doch irgendwie eine Kerberin oder so. Gib uns doch einen kleinen Tipp, Alter. Lass uns doch nicht dumm sterben. Was ist denn das überhaupt? Wo sind wir denn? Ist doch hier Russland oder irgendwas? Sieht doch schon wieder hier. Die Art der Toilette. Das ist kein mitteleuropäischer Standard. So, was haben wir hier? Wir nehmen uns erstmal hier den Staubsauger oder was das noch immer ist. Den Feuchtwischer. Und dann machen wir erstmal sauber. Geht ja nicht so weiter hier. So, die Steckdose müsste sich auch mal jemand angucken. Oh, was haben wir? Warte mal, was waren das jetzt gerade? Ah, jetzt haben wir Brecheisen. Crowbar. Damit jetzt kommen wir wahrscheinlich durch die andere Tür, ne? Jetzt kommen wir wahrscheinlich durch die Brettertüren. Mhm. Wo wir wieder komplett zurücklaufen müssen. Yay! So, und hier ist The Next Schloss. Oder wir brauchen den hier. So, komm, geh mir der Hint. Looks like some doors can be opened with this. But not with this. Okay, alles klar. Die können wir damit nicht aufmachen. Dann schauen wir mal. Vielleicht kommen wir oben, wenn wir die Treppe hochgehen, rein. Achso, die zugeschlossen ist, meinst du? Mhm. Okay. Obwohl wir jetzt tatsächlich schon mal irgendwo eine Dings übersehen haben müssten. Ja, eine Box. Also eine, ne? Hier kann ich überhaupt ja nicht das Menü öffnen. Also, dass ich das benutzen kann. Oh nein, Alter. Müssen wir dann doch wieder zurück zu den Bretter zugeschlagenen Dingen? Oh, tell me why. Das ist so, oh Mann. Warte mal, haben wir hier nicht auch? Nee, hier haben wir. Warte mal. Ich greife jetzt nach dem Strohhalm. Aber das wäre fair. Wenn uns hier wenigstens eine kleine Abkürzung gibt. Tja. Nein. Nein. Denn das ist nicht interagierbar! Oh, der wird sich gedacht haben, komm, die Idioten, die lasse ich richtig oft hin und her laufen. Richtig oft hin und her laufen. Da komme ich auf Playtime. Ja, ja, so, da auf jeden Fall. Alter, wieso denn? So, dann gucken wir mal, ob wir hier eventuell hinkommen. Ich weiß nicht irgendwie, wie man das jetzt hier. Also. Nicht. So, das geht schon mal nicht. Ich habe wirklich die schlimme Befürchtung, Benny, dass das hier wahrscheinlich auch nicht gehen wird. Mann, Alter! Haben wir. Wo ist noch eine Tür? Wir haben sonst keine Türen. So, also ich kann die Tür nicht benutzen an dem Eingang. Ich kann die Tür. Oh, warte mal, wir können tatsächlich probieren, die an dieser komischen, ominösen Tür, die keinen Knauf hat. Die so sehr nach Stahltür aussieht, die eigentlich nur elektrisch zu öffnen ist. Ah, quasi die. Ja. Okay, im Haus kann ich nicht rennen. Kann ich nur energisch schneller gehen. Energisch schneller gehen? Die wird gewesen. Ah, okay, gut. Simsalam, mach auf die Scheiße. So. Wir haben keinen Schlüssel. Wir haben keinen verfluchten Schlüssel, aber das sieht mir auch sehr laxig aus, die Tür. Also aber wir kriegen die einfach so auf? Oder haben wir jetzt noch die Nein, die ist weg. She's gone. Das hat uns Marianisch gebracht hier. Was ist denn das? Sag mal, muss ich noch irgendwo weiter in den Wald drin laufen? Ich hoffe nicht. Also es gibt natürlich noch einen Weg da lang, glaube ich, oder? Gibt es noch einen Weg? Ein Abzweigung? Ich habe auch nichts. Ich habe eine Visitenkarte, das war's. Ich habe nichts mehr bei. Oh no, ey, wirklich? Das ist doch... Ey, bitte nicht. Leute, was ist so? Macht man noch keine schöne Demo. Ich meine, es sieht echt gut aus und die Atmosphäre ist auch gut. Warum denn? Warum? Wieso denn? Wieso machst du sowas? Vor allem jetzt müssen wir wieder nach irgendeinem, wahrscheinlich Schlüssel.
Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir dann entweder Schlüssel für die eine Tür oder für die andere brauchen wieder, so ein Padlock-Schlüssel oder ja, sowas? Ja, ja, wir brauchen jetzt irgendwie einen Schlüssel. Ich darf nicht vorsehen. Oh. Ach, hier ist die andere Box, schau mal. Die gelbe, toll. So, als einfach nur, um das zu vervollständigen, was wird wohl drin sein? Ein Iglo, haha. Warte mal, gehen wir noch mal kurz zum Klo, bevor du jetzt da weggehst. Ich glaube, ich habe jetzt gerade kurz geguckt, wo der scheiß Schlüssel ist. Zum Klo? Ja. Weil wenn der jetzt wirklich da ist, wo, da kriege ich ja einen Anfall. Oh, sag mir nicht hier oben drin. Waschbecken. Waschbecken, rechte Seite. Ach, leck mich doch, Alter, echt jetzt. Mann, Alter, warum, was ist aus der guten alten Zeit der weißen Umrandung geworden? Was ist daraus geworden? Man kann doch nicht hier einfach grau und grau. Hattet einer von euch im Chat gesehen? Ich hab den, keiner hat es gesehen. Keiner von uns. Ey, wieso, ey? Da muss ich sagen, nehme ich dem Entwickler oder der Entwicklerin ein bisschen übel. Das ist auf jeden Fall eine sehr sadistische Ader. Ja. Benni, und tut mir auch wirklich leid, weil du Video schneiden musst. Danke. Um damit wir da eloquent und clever aus der Sache rauskommen. Clever, genau. So, die Mucke wird ja dann immer ganz geil, weil du denkst so, oh, jetzt sieht's los, jetzt wird's übel. Aber jetzt bist du wieder im nächsten Zimmer. Und bestimmt ist da das nächste Schloss. Oh. Ist das deine Feder? Nee, eine Feder. Ach, nö, jetzt ist da unten ist verschlossen. Da ist die verfluchte Puppe. Moment! Okay. Wir haben einen Schlüssel. Pentagrammkerzchen ist schon an. Okay. So, ich glaube, jetzt kann es sein. Und hier ist auch nochmal ein Schlüssel. Schön, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Schlüssel gefunden. So, können wir hier mal probieren, ob... Catsy's Draw. Sehr schön. Und darin haben wir was zu lesen. Ich freue mich ganz doll. Dear friend Lauren, I don't know how to thank you. As you know, I dreamed of being a mother for years. After the death of my husband, I had to settle permanently in this school, where I was constantly excluded. But in the end, I had a child who loved me. I followed all the rituals you said and it worked. I still can't believe it. And the music is out. Why? I dressed him in clothes after everyone goes to bed. I take him for a walk. Cook for him in the kitchen, and we even play games in the park. I name him Abilene, as you said. What a wonderful feeling to be a mother, to win the love of a child. All through his body is a toy. He now has a soul thanks to you. Thank you so much, my dear friend. See you later. Stay with love. Catsy. So, das wird. Der ist, warum ging der Soundtrack jetzt nur 10 Sekunden? Ich verstehe das nicht. Oh Gott, ey. Edmund is playing with me. Okay, jetzt dreht die Puppe langsam ab. Natürlich ist das Kruzifix erstmal sofort umgedreht. So, okay, hier können wir jetzt nichts machen. Ich würde mal zu der anderen Tür gehen, Benni. So. Na, siehst du, jetzt läuft es doch wie ein Länderspiel. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Mal gucken, ja, wo das Ganze noch hinführt. Was ist denn das? Ist das hier irgendwie, das Haus besteht nur aus drei Abstellkammern oder was? Oh, hier haben wir eine Leiter. Okay, damit kommen wir da das Loch hoch. Let's get out of this freaking place. Oh nee. Wir können doch die ganze Zeit schon raus. Warum, was? Die Loch, also, warum, nee, also, nee. Nee. Mann!
Ich verstehe nicht, Alter, warum bin ich in letzter Zeit so schreckhaft? Oh, okay, ist überhaupt nicht laut und ist überhaupt nicht unheimlich, die Mucke. Schön. Schön, schön, schön. Und Kassette aus. Schön. Hallo, ich habe gesagt, Ballspielen verboten hier. Kurz den Hausmeister. Ja, reißt ja deinen Puppenarsch auf. Oh, was für eine Arschpuppe, Alter. Oh. So, ist vorbei jetzt, oder was? Ich gehe nicht mehr hoch. Erlädt? Thanks for playing. Oh, Horika. Ihr Lieben, das war die Demo von Cursed Bats. Wir haben uns angestellt wie die letzten Nappe. Irgendwie, wenn ihr es besser hinkriegt, schreibt es uns bitte unten in die Kommentare und lasst uns doch einfach nur aus reiner Nächstenliebe ein Abo da, bitte. Was für ein Quatsch. Willkommen auf dem Kanal mit den getakten Abmods. Irgendwie, ich bin Steve, da drüben ist Benny und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.